Einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Pastor Klaus. Heute am Schabbat, den 14. Januar, da heißt es in der Losung, Psalm 72, 19, alle Lande sollen seiner Ehre voll sein oder voll werden. Und der Lehrtext in Markus 16, 15, da heißt es, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. In dem ersten Vers heißt es, alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Wie kann das geschehen? Indem Strauchdiebe durch die Gegend rennen, sich als große Evangelisten ausgeben, angeblich Kranke heilen, wo nie nachgewiesen werden konnte, und dann irgendwann einmal so ein paar Millionen nur schreien, preis dem Herrn, aber sie wissen gar nicht, welchen Herrn sie preisen. Oder soll die Ehre Gottes voll werden auf Erden, indem wir alle Sünder killen und alle Hexen verbrennen und alle Dämonen jagen? Soll die Ehre Gottes voll werden dadurch, dass wir Krieg gegen das Böse führen, so wie im Mittelalter die katholische Kirche geglaubt hat, mit ihren Kreuzzügen Gottes Dienst zu tun? Wir können vieles überlegen, womit wir die Ehre Gottes mehren könnten auf Erden. Aber die Frage ist, ist das die Ehre, die Gott wünscht? Wenn wir wirklich dazu beitragen möchten, dass die Ehre voll werde, und zwar alle Landen sollen seiner Ehre voll werden, dann müssten wir auf den Lehrtext achten. Markus 15, 16, 15. Da heißt es nämlich, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Ist das der Weg, den Gott wünscht? Ist das der Weg, den Gott von uns erwartet, dass wir hingehen und predigen? Nicht Krieg führen, nicht das Böse niederschlagen, nicht den Bösen die Gurgel durchschneiden, sondern hingehen und Gottes Wort verkündigen, aller Kreatur das Wort zu predigen. Ja, liebe Geschwister, das ist der Weg, den Gott gehen möchte. Das Wort verkündigen, die Liebe ausleben, dass die Menschen durch uns erkennen, Gottes Liebe. Leider ist es so, dass viele Christen heutzutage ein Benehmen an den Tag legen, dass viele Menschen sagen, nee, so will ich nicht werden. Wobei die Frage zu stellen wäre, sind diese Menschen auch Christen? Da fällt mir eine Geschichte ein, die Wahrheit ist, die gut ist, die richtig ist. Ein Scheich sagt seinem Freund, was soll ich nur machen? Mein Sohn möchte nach Europa, er möchte Christ werden. Mein Sohn möchte unbedingt Christ werden. Daraufhin meinte der Freund nur, schick ihn für ein Jahr nach Europa. Und er kommt geläutert zurück. Ist das Zeugnis von den Christen in Europa? Ist das Zeugnis von den Christen in unserem Lande schon so tief gesunken, dass keiner mehr Angst hat vor unserem Zeugnis? Sie haben erkannt, dass unser Leben nicht mehr mit dem Predigen übereinstimmt. Und das raubt dem Herrn die Ehre. Unser Leben soll mit dem Reden übereinstimmen. Das vermehrt die Ehre Gottes.
Wir sollen nicht von Liebe predigen und dann nur schlagen und Böses tun. Wir sollen nicht von Wahrheit reden und die Leute anlügen, dass es kracht. Nein, wir Menschen, wir Gotteskinder sind berufen, Liebe zu üben, die Wahrheit zu verkündigen, nicht nur zu verkündigen, sondern auch zu lieben. Liebe Freunde, liebe Geschwister, alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Das geht nur, wenn wir den Weg der Heiligung gehen. Das geht nur, wenn wir das Wort in aller Welt predigen, die Menschen von Gott erzählen und sie herausrufen aus der Sünde, sie zu Gott hinweisen, der sie liebt und der ihnen vergeben möchte. Was hast du für dich heute geplant? Bist du bereit, Gott zu dienen? Bist du bereit, seine Ehre voll zu machen? Sicher kannst du nicht für ein Land die Ehre voll machen. Aber wie ist es in deiner Familie? Am Arbeitsplatz? Meinst du nicht, dort kannst du ein Stück tun, um Gottes Ehre groß zu machen? Lass dich gebrauchen. Gott schenkt dir seine Kraft. Gott bläst dich an mit seinem Ruach HaKodesh, um in dir ein echtes, geisterfülltes Leben zu schaffen. Gott möge dich segnen und heute durch den Tag führen. Shalom. Amen.